Ja. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Zurück zum Plan. Indigo. Gut, dazu brauche ich Holz. Das lässt sich hier auch irgendwie regeln. Und die Druckerei, Papier und Indigo. Gut, dann produzieren wir hier eben auch noch Bücher. Und hier warten wir mal ab. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. So viel zu warten wir mal ab. Schiff fertiggestellt. Es wird Zeit, dem Sultan von eurer. Schön. Indigo-Plan. Wollt ihr einen gut gemeinten Ratschlag annehmen? Nein. So. Indigo-Plantage, da brauchen wir jetzt erstmal noch einen Dingens hier. Einen Noria. Ich wollte schon sagen Moira. Das ist eindeutig die Einwirkung von, nicht StarCraft, Fallout. Verwechsel ja schon StarCraft mit Fallout. Ich zock zu viel StarCraft, eindeutig. Indigo-Plantage. Schön sparsam hier. Ja, so viel zu schön sparsam. Das Ding kann hier nämlich 5 Felder anbauen. Fuck, verbaut. So. Klatschen wir das eben so hin. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So. Dann hier läuft dann auch bald die erste Indigo-Plantage. Da werde ich aber gleich noch eine zweite hinbauen. So, Felder hin. Gut. Das bauen wir aus und dann brauchen wir hier unten Holz. Das können wir eigentlich gleich selbst hier unten produzieren. Eigentlich Baum. So, Holz. Holzfäller. Dazu bräuchte ich eigentlich auch eine Noria. Dann baue ich da unten auch noch eine Noria hin. So, schaden kann es ja eigentlich nicht. Guti. Na gut, dann haben wir gleich auch ein bisschen Indigo und jetzt muss ich mir hier erstmal. Ist das mein Kriegsschiff? Ja, das ist mein Kriegsschiff. Das Kriegsschiff werde ich aber einfach mal hier mittig auf der Karte platzieren. Obwohl ich das eigentlich. Habt Vertrauen in Gott. Ja. Obwohl ich das hier vielleicht eigentlich auf Patrouille setzen könnte. Patrouille. 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 Und Patrouille. So. Du kurft es hier immer rum. Und beschützt unsere Schiffe, sollte was mit diesen Vollidioten Korsaren da passieren. Mein anderes Schiff ist hier. Damit holen wir jetzt erstmal Rohstoffe. Für die Produktion kommt zum Erliegen. Ja, für die Papierfabrik. Die Brunnen einer Noria leeren sich. Ja, dann füllen wir sie eben wieder auf. Für die. Genau, für die Papierfabrik, sowas. Papiermühle. Dazu brauchen wir das Holz, genau. Das hier jetzt irgendwann gebaut wird, wenn ich hier Zeug angepflanzt hätte.
gemacht wird nicht gebaut, Holz wird ja nicht gebaut, so. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Die Druckerei, so. Warten wir hier ab, bis das Schiff da oben ist. Wer bist du? Neptun. Ich wusste, man kann euch in dieser Sache trauen. Ja. Ich weiß zwar nicht wofür, aber okay. Dann laden wir hier in Aschgabat nämlich noch die Bücher ein und hier in Goldfurt die Bücher aus. Genau. Noch bekommt er zwar keine, was irgendwie klar ist, aber gut. Ach Gott, ich habe schon wieder so viel Eisen und Kohle, ich könnte meine Waffenproduktion wieder anpassen. Sie haben die Insel eines Mitspielers entdeckt. Bitte, seid so gut und helft mir mit einer kleinen Summe aus. Machen wir. Danke. Nun kann ich die Suche nach meiner Tochter bald fortsetzen. Die Werkzeugmacherei läuft wieder und ich hatte hier doch auch eine Waffenproduktion irgendwo. Habe ich die abgerissen? Sieht ganz so noch aus. Dann baue ich sie aber wieder. weil ich bald Waffen brauchen werde gegen den Korsaren. Gut. Sau. Ja. Hier Rohstoffe einladen. Und zwar eine Menge Holz einfach mal rein da, eine Menge Werkzeug einfach mal rein da, eine Menge Steine einfach mal rein da. Das gefällt mir. Ja, Glas haben wir inzwischen ohne Ende vermutlich. Hier wieder Zeitvorlauf, bis das Schiff da ist. Ja, wenn das Schiff endlich mal da ist. Und dann, wenn die Bücherproduktion läuft, werde ich nochmal einen kurzen Schnitt machen und nochmal so eine Viertelstunde Zeitvorlauf machen einfach. Damit wir wieder ein wenig mehr Kohlen bekommen. Dann erledigt sich unser Auftrag auch schneller und das Let's Play wird etwas kompakter. Das ist eben das Problem bei solchen Spielen, beim Let's Play von solchen Spielen. Sehe ich auch bei Fallout. Man rennt einfach mal. Keiner ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Zum Beispiel durchs Ödland. Und in der Zeit passiert einfach gar nichts und man muss sich irgendwelche Geschichten ausdenken zum Labern. Und ich schätze mal, dass euch das auch etwas langweilig ist. Deswegen mache ich das hier nicht. Na komm, Tucker, 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 Tucker. Eine Produktion kommt zum Erliegen. So. Rauf auf die Insel mit diesem Zeugs und dann Papiermühle bauen. Braucht einen Verflussbauplatz, den haben wir hier zufälligerweise noch. Haha. Und die Dingens bauen. Druckerei bauen. Ein fairer Handel. Ach, jetzt kommt wieder dieser Autosave-Bastard. Entschuldigung. So. Das klatschen wir dahin. Da kann sich ja das Zeug da dann von hier holen. Euer Bemühen wird eines Tages Früchte tragen. Schön. So, dann bauen wir hier den Weg hin. Holz haben wir jetzt auch hier ohne Ende. Und dann auch bald Papier. Und Indigo haben wir sowieso schon. Papier jetzt dann auch gleich. Irgendwann mal. Ach, Fiat. Der Scheiß hier muss raus. So. Würdest du mir hierbei helfen? Bitte. Drei Hexen. Nein. Nein, ich bin jetzt nicht traurig. Bloß nicht.
Ja, wenn die Produktion hier endlich mal